Und da ist es wieder so weit. Da ist es wieder so weit. Server. Neustart. Das heißt, erstmal hier testen. Auf Aal. Ja, ihr Lieben, so macht man das. Immer wieder gerne ausprobieren, wenn der Server neu gestartet wurde, ob hier an der Stelle nicht auch der Aal lübt. Ich habe gar nicht so viel Zeit, denn die Nacht hat ja schon angefangen. Das heißt, ich bin hier gerade mitten in der Nacht. Schnell nochmal alles umbauen. Erstmal hier schön auf Fisch fetzen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Nacht auf Tauwurm oder so Sachen. Habe ich die Bremse richtig eingestellt? Auf 10. Auf 10. So. Also, muss man immer wieder testen, denn gerade nach so einem Server-Neustart kann es gut sein, dass der fette Aal auch mal wieder funktioniert. Und ich habe mir natürlich fürs Aalangeln mein geiles Aal-Delicious Aal-Shirt angezogen, Alter. Gibt's maximale Werbung, Alter. Unten im Shop. Unten ist der Link unterm Video zu den geilen Angel-Shirts, Alten. Powered by mir. So, genug Sellout. Aalangeln. Ich hoffe, es lübt. Ich bin sehr gespannt. Wo sind wir hier? Natürlich an der guten alten Festung und dem wichtigsten Spot fürs Aalangeln. Und ich weiß noch, vor ein paar Wochen war es so, da hieß es ja, da lief der Spot hier schon und da hieß es ja, der Spot läuft ja eigentlich immer nach dem Server-Neustart. Ob das wirklich so ist, ob dieser Spot jetzt hier in der Nacht schön den dicken, fetten Aal liefert, da bin ich sehr gespannt. Ob das wirklich so ist, dass man hier die Aale jetzt fängt, hoffen wir es mal. Wäre nicht so schlecht. Könnte man mal schön wieder ein bisschen was rausziehen. Auf der Stippe hatte ich schon irgendwelche Rekorde gesehen. Als ich vorhin eingeloggt habe, hatte ich auch im Chat hier schon Aal gesehen. Allerdings weiß ich gar nicht, wo das war. Irgendwas um die 3 Kilo. Wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Schön erstmal entspannt auf dem Aal, Alter. Das wäre schon was. So, was haben wir denn für ein Setup? Aal, wie immer, klassisch. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus den ganzen anderen Videos. Auf Aal immer schön fein da dran gehen oder relativ fein da dran gehen. In dem Fall jetzt hier schön auf dem Fisch fetzen, Vierer Haken, Vorfach. Klassisch wäre sowas wie einen 7,7 Kilo Vorfach. Ich bin jetzt hier mit 9,8 Kilo unterwegs. Fluorocarbon komplett. Das heißt, hier brauche ich kein Vorfach mehr. Ist ein bisschen teurer, das ganze Material, aber ich gönne mir das hier auf den Winkelpickern, die ja hier auch noch ein Plus haben auf die Inline-Montage, Schlaufenmontage und Paternoster-Montage. Und damit probiere ich das einfach mal. Das sind hier so meine kleinen Routen fürs feine Angeln auf kleine Fische. Und das ist irgendwie für mich alles unter 10 Kilo. So. Gucken wir mal, ob da was geht. Und wenn da was geht, schalte ich natürlich da rein. Bis gleich. Und gar nicht lange gewartet. Gar nicht lange gewartet und es zuppelt los. Und es zuppelt los. Guck dir das an. Zack. Jawohl. Und was haben wir hier? Boah, ey. 1,39 Kilo. Das ist schon mal ein schönes Ding. Vernünftiger Aal, vernünftiges Gewicht. Kann man schon mal mitnehmen. Nicht schlecht. Perfekt, ey. Perfekt. Gar nicht lange rumzappeln hier. Weitermachen. Rauswerfen. Schön entspannt. Und ich habe mir schon gedacht, Alter, was machst du denn, wenn du jetzt hier nichts fängst?
Das ist ja ein Dingen, ey. Fängt schon gut an. Weitermachen. Zack, und jetzt geht er rein. Alter, ist das eigenartig. Eppa. Ui, ein ganz kleiner nur. Ist das eigenartig. Ich hatte gerade in der Nacht, kurz nach dem anderen Aal, hat sie auf der Route losgebimmelt. Und dann auf einmal, zack, war Ende. Und ich habe schon gedacht, ja, verdorre ich nochmal, was hat er denn? Und es war so ingame-zeitmäßig, was war das jetzt, eine Stunde ungefähr? War ungefähr nix. Und dann auf einmal so ein kleiner Aushilfsbarsch hier, Barsch, Aal. Ich hatte die Route hier nochmal umgeändert, doch nochmal auf dem Tauwurm. Einfach mal testen, ob da was geht. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal Tauwurm drin. Übrigens kein Clip. Wenn ihr unbedingt was klippen wollt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 10 Meter. Also das hier ganz klassisch von der Stelle hier in das Grüne reingeballert, hierhin, auch ruhig hinter das Grünzeug hier, ne? Einfach da so hinter, da kann man hinwerfen. Oder was wir auch schon mehrfach gehört haben, einfach hier so in das Freie. Also einige angeln tatsächlich nicht im Grün, sondern dahinter eher im Freien und fangen da die Aale. Gibt es auch. Also auch da durchaus die Möglichkeit, was zu fangen. Vielleicht einfach mal unten reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das so handhabt, wohin ihr jetzt eher hinwerft. Bei mir ist es so, ich will gar nicht da in das Freie werfen, weil wenn ich da nichts fange, mache ich mir ja schon Vorwürfe, dass ich den geilen Aal nicht gefangen habe. Und ich hätte ihn bestimmt gefangen, hätte ich da vorne hier ins Grün geworfen. Von daher, ich kann das gar nicht ausprobieren. Dann hocke ich ja hier eine ganze Nacht rum und fange keinen Aal. Wer will das schon? Aber so unterschiedlich ist das, ne? Manche, aber das setzt sich auch echt so fest, ne? Manche sagen, nee, ich angel immer nur mit ungeraden Haken und was nicht alles. Gibt genug, zack, der nächste. Gibt genug Fantasien. Und ich wollte gerade schon sagen, der ist doch ein bisschen krumm schon. Das ist aber auch eher was ganz Kleines hier, ne? Was ist denn ditte? Nee, was bist du denn für einen Schäbigen? Eine olle Grundel. Eine olle Grundel. Hätte ich jetzt eher auf einen Tauwurm vermutet. Aber bei allen... Nee, sonst noch nichts. Also, 5 Uhr morgens. Lassen wir mal so bis 10 Uhr noch drin auf dem Aal. Und dann gucken wir mal weiter. So. Und es bimmelt und es bimmelt. Jetzt das erste Gebimmel auf dem Tauwurm. Aber so wie das da bimmelt, ist das kein Aal mehr. Also, wir haben jetzt schon 6.30 Uhr. Ich würde sagen, es ist schon fast irgendwie durch. Oha. Ohauaha. Ohauahauaha. Das bimmelt eher wie ein Amur. Ohauahauahauaha. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, ne? Bist du auf Aal, was beißt da dran? Ei, 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 ei. Können wir das noch ein bisschen hochziehen von der Bremse? Von der Schnur? Ei, 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 ei. Route am Limit. Schön rüberziehen. Ich will nicht, dass der geradeaus hier ins Offene flieht. Der soll hier nach rechts, soll der wieder abbiegen Richtung Brücke. Ja, und so wie es aussieht, hält er sich da ungefähr dran. Na, der hat aber auch nicht genug Power. Der hört schon wieder auf. Was ist das denn? Nee, guck mal. Nee. Ba, 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 ba. Ne dicke, fette Schleie, Alter. Ich werd weich.
Eine dicke, fette Schleien-Trophy, Alter. Affengeil. Mega. Wer rechnet denn mit sowas? Wer rechnet denn mit sowas? Leck mich fett. Oh Mann, ey. Ja, geil. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Und ich hab mir noch gedacht, ach, ob das so gut ist hier mit dem ollen Tauwurm. Oh Mann, ey. Ja, nice. Auch nicht schlecht. Also, gucken wir mal rein hier. Zwei Aale, zwei Grundeln, eine Schleie und ein Korn. Prost. Petri, ihr Krachlatten.